Willkommen zurück hier zur FIFA 16 Karriere und heute spielen wir auswärts gegen die Sportfreunde aus Lotte. Ich könnte auch mal in dem Trikot spielen. Ach nee, es passt schon. Und ja, ich werde wieder die Aufstellung so ein bisschen durchwechseln. Zum Beispiel werde ich mal wieder Weihrauch spielen lassen und hier wieder mal Pflücke von Anfang. Außerdem werde ich Löwen mal für Profiter spielen lassen und auf der rechten Seite mal Ditgen. Mal gucken, wie er sich so schlägt. Wurde auch in die Kommentare geschrieben. So, okay, ich muss noch ein bisschen austauschen und so. Außerdem kann ich Mohr auch mal vielleicht mal reintun. Anstatt Hasani. Hasani hat es auch immer mal gespielt. Kann auch eine Pause machen. Šefčík lasse ich aber spielen, weil ist immer noch einer unserer besten Spieler, deswegen. So ist es die Aufstellung, mit der wir spielen werden. Und ich hoffe, wir werden gewinnen, weil letztes Spiel unentschieden. Jetzt nicht in so ein Tief reinkommen, das ist dann schlecht für den restlichen Verlauf der Saison. Möglichst wieder aufrappeln. Und das nächste Spiel gewinnen. Und zumindest ein Tor schießen. Und es regnet. Jawohl. Alles klar. Ich habe jetzt schon wieder länger kein FIFA 16 mehr gespielt. Das heißt, ich muss erstmal wieder reinkommen. So, schön von Löwen erstmal. Ja, immerhin ist ausgeklärt. Immerhin ist ausgeklärt. Mal aufpassen. Schmidt da auf der Seite. Schön von Tönne. Schön. Da oben läuft Ditgen. Ah, den Ball zu weit vorgelegt. Schade, schade. Egal, kann mal passieren. Kann mal passieren. Das ist erst der Anfang. Aber jetzt aufpassen. Frank über die Außen. Pass zur Haier. Am besten nicht flanken lassen. Okay, er flankt gar nicht. Ah, schön von Demai. Schöne Balleroberung. Jetzt müssen sie mitlaufen. Hat er nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, hat er noch, hat er noch? Nee, hat er nicht mehr. So. Doch nicht nach da unten. Ich wollte nach oben. In da oben wäre einer so frei durchgelaufen. Ich weiß gerade nicht wer. Oh, da oben. Komm schon. Pflücke. 1:0. In der 12. Minute. Richtig schön gespielt von Alemannia Aachen. So will ich das sehen. So will ich das sehen, meine Freunde. Passt in die Mitte und sieht, dass er da oben durchläuft. Ich hatte schon gedacht, ich hatte schon wieder zu spät und zu schwach gepasst. Weil es war schon wieder so haarscharf. Aber er ist reingegangen, deswegen darf ich mich nicht beschweren, richtig? So, 1:0 noch 12 Minuten. So muss doch ein Spiel anfangen, oder? Oh, riskanter Pass, einfach mal in der Abwehr querspielen. Aber jetzt hier mal Ditgen. Oh, schön durchgelaufen. Und jetzt eine gute Flanke. Die ist leider ein bisschen zu weit gewesen. War noch gefährlich, aber stand halt keiner in der Mitte da. Das ist das Problem. Aber die Flanke war gar nicht mal so schlecht. Halt leider ein bisschen zu weit. Ich muss aufhören, den Spielern die ganze Zeit hinterher zu laufen. Das verbraucht eine Ausdauer. Denn Ausdauer ist wertvoll. Oh, du bist doch vorbeigelaufen. Nimm ihn doch mit. Gut, Fehlpass. Abgefangen von Pflücke. Oh, Staffelt verliert den Ball aber direkt wieder. Nicht gut. Gar nicht gut. Also Balleroberung und Ballbehauptung ist noch eher so mittelmäßig. Muss ich meine Spieler, glaube ich, noch ein bisschen besser trainieren. So, schön abgefangen von Tönne. Und jetzt Staffelt, sieht da Šefčík. Ah, er kommt nicht dran, weil der Ball zu stark gespielt war. Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Der oben ist frei. Frank. Hackenberg. Ja, komm schon. Da war noch ein zweiter dabei, es war gut. So, Ball erobert. Aber lieber von hinten raus spielen. Lieber sicher spielen, als zu überhastet nach vorne. Und dann eher so einen schönen Ball hier spielen. Kein Abseits. Oh, nein, was machst du? Spring doch, mach doch einen Kopfball. Du bist doch unter dem Ball. Boah, das wäre so schön gewesen, das war so gut. Ah, ärgerlich sowas.
Hätte ich früher passen sollen, habe ich den Ball zu weit vorgelegt. Ah, sowas ist halt dann ärgerlich, ne? Alles klar, hau den Ball einfach mal raus, kein Ding. Oh, Vorsicht. Ah, D-Mai schießt einfach mal. Oh, der war gar nicht mal so schlecht. Ah, Schuss hat D-Mai einen guten. Leider halt ziemlich zentral auf dem Torwart, aber so von der Flugkurve und von der Kraft schon ansehnlich. Muss ich mir öfters probieren. Kann ich bei D-Mai noch ein bisschen Schießen trainieren, dann hat er richtig guten Schuss. Schade. Mir ist aufgefallen, ich arbeite viel zu viel mit Flanken und Flanken sind noch wesentlich uneffektiver, weil, wie ihr gerade gesehen habt, das Tor ist ja nicht durch eine Flanke entstanden, sondern durch einen schönen Steckpass durch die Abwehr durch. Und ich habe halt keine so kopfballstarken Spieler, wie es scheint. Aber versuchen kann man es ja trotzdem mal. Und wenn man Glück hat, kommt so einer vielleicht der mal an. Ich meine, es ist FIFA, in FIFA ist alles möglich. Oh, schön. Schön von Tönne. Oh, D-Mai hätte früher schießen sollen. Ah, ärgerlich. Ah, ist wieder verkackt. Ich habe wieder meine Chancen, aber ich nutze sie nicht. Ah, schade. Ich hatte damit gerechnet, dass er den Ball besser mitnimmt, weil dann wäre er in der perfekten Schussposition gewesen, der Pflücke. Aber nee, hat er nicht, hat den Ball nicht mitgenommen, hat er verkackt. Oh, der Ball war gut. Perfekter Ballenlauf von Siegert. Jetzt wird es gefährlich. Ah, Tönne. Setzt ihn aber so unter Druck, dass er den Ball zum Glück nicht zum Mann bringt. Ja, das war die erste Halbzeit. 1-0 steht's durch ein Tor in der 12. Minute. Von wem, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall führen wir 1-0. Wir hatten auch mehr Chancen, wir hätten mehr Tore machen können. Haben es aber nicht hingekriegt, den Ball über die Linie zu drücken. Ja, genau, Pflücke hat das Tor gemacht. Das müssen wir in der zweiten Halbzeit verbessern. Die Aufstellung werde ich so lassen. Spielen eigentlich gut, nur die Chancenverwertung ist ja immer wieder zu wünschen übrig. Also ich glaube, im nächsten Spiel, also nicht im nächsten Spiel, sondern in der nächsten Trainingseinheit, werde ich einfach mal meine Stürmer und zentraloffensiven Mittelfeldspieler, die hier immer häufig spielen, mal Schuss- und Abschlusstraining machen lassen. Weil, ne? Habe ich ja gesagt, Chancenverwertung ist eher so mittelmäßig. Der Ball war schlecht. Aufpassen, der kann nach oben spielen. Oder da. Schön von Tönne. Gut den Ball erobert. Ah, viel zu schwach gespielt. Und durch solche unnötigen Fehlpässe. Stellen wir auf Konter. Sollte eventuell mal aufhören, hier so in der Abwehr rumzupassen. Wieso schießt er? Ich wollte einen Schuss antäuschen. Ich hab die Schusstaste direkt nach der Passentaste gedrückt, um den Schuss anzutäuschen und um den Gegner auszutricksen. Was macht er? Boah, er schießt einfach mal aufs eigene Tor. Kann man auch mal machen, wa? Boah, der Schuss war gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Der war gefährlich. Lotte dreht so langsam auf. Wir sollten jetzt dann mal ein Tor schießen, weil sonst wird's eng. Ah, Chefchik. Hat sich denn... Hä? Ach, lass doch weiterlaufen. Ich war doch in der Vorwärtsbewegung. Ey, Schiri. So, Pflücke. Ja, sicher. Kein Problem. Einfach mal den Ball so klären. Kann man mal machen, ne? Ah, schade. Leider im Abseits. Ich wollte mich gerade schon wieder aufregen, dass er einfach so zurückgelaufen ist, ohne vorne stehen zu bleiben, aber ich meine, wäre sowieso abseits gewesen da. Okay. Interessante Abschlussvariante. Kann man mal machen, wa? Nee. So, ist Lotte wieder im Aufbauspiel über Granatowski. Aber Hackenberg nimmt den Ball ab. So, und jetzt muss der Konter her. Och, aber der kann sich halt nicht durchsetzen. Er ist halt einfach zu schlecht, den Ball mitzunehmen und am Gegner vorbeizulaufen. Ich meinte schon, sehr herausfordernd. Das ist schon vor allem für Regionalligaspieler, das schaffen die nicht.
Wieso wollte ich von da einen Ball in Lauf machen? Auch schön von Tönne. Wenn hier unten einer laufen würde, ne? So, Dittke mit der Flanke, die war gar nicht mal so schlecht. Leider abgefangen. Nochmal die zweite Flanke hinterher. Aber steht wieder keiner da. Kanada in Kanada. Nein! Oh, der wäre so schön angekommen. Da habe ich zu nah an Gegner rangespielt. War mein Fehler. Und ich sehe, ich muss auswechseln. Vor allem hier den guten Pflücke. Ich werde Düke einwechseln. Zweiten Stürmer. Obwohl ich gerade sehe, dass ich auch auswechseln muss, war. Macht das Sinn? Nee, macht's nicht, ne? So. So macht's Sinn. Obwohl, warte mal. So, dass ich auch wirklich zwei Stürmer hier drin habe. Weil Lotte wird langsam besser, habe ich so das Gefühl. Und es steht immer noch nur noch 1-0. Und unsere Chancenverwertung wird noch schlechter. Boah, Dittgen erobert den Ball noch. Und rettet ihn sogar noch vor ihm aus. Der Ball war viel zu stark gespielt, aber Dittgen hat ihn trotzdem noch. Ah, die Flanke war ein bisschen zu weit ans Tor gezogen. Wäre schön gewesen, wenn es ein bisschen mehr auf den Spieler gegangen wäre. Aber ist halt leider nicht, ne? Oh, schön von Staffeld. Soll jetzt nochmal ein Konter setzen. Doch nicht nach da. Da vorne wäre doch einer gelaufen. Ach ja, FIFA 16 und ein Passspiel. Oh, jetzt wird's gefährlich. Frank. Schön geklärt. Ja, Rüther geht da vorbei. Rüther. Nein, wieso lege ich mir den Ball so weit vor? Wieso lege ich mir denn den Ball so weit vor? Boah. Ja, ist klar. Und sowas ist kein Foul, oder was? Weil ich rennt mich da um wie sonst was. Haut mir was, weiß ich was, ins Gesicht. Ah, nö, wa- Ach ja, und das ist natürlich ein Foul, ne? Ich habe ihn angehustet. Tut mir leid, ich hatte gerade so einen Hustenreiz, ja. Ich konnte mich nicht mehr wegdrehen. Sorry, ja, komm, Schiri, gib mir die gelbe Karte dafür. Sowas geht einfach gar nicht. Da muss ich ehrlich sagen, gegnerische Spieler anhusten, ne. Sollte man eigentlich direkt vom Platz gestellt werden dafür. Lieber das Knie ins Gesicht hauen. Das ist vollkommen okay. Aber anhusten, das geht gar nicht. Verstehe diese Logik nicht. Oh scheiße, dass hier einer meiner Spieler verletzt, ne? Wurde bestimmt vom Gegner angehustet. Siehst du, dafür gibt's eine gelbe Karte. Natürlich nicht, weil es der Gegner ist, ne? Ja, sorry, ich kann. Moment, ich kann doch auswechseln, oder? Demai. Scheiße, kann ich nicht mehr. Die zwei, drei Minuten, die ja so Nachspielzeit sind, muss jetzt noch so fertig spielen. Tut mir leid. Aber Dittgen gefällt mir. Er ist zwar auch nicht so übermäßig gut, aber spielt seine Sache so, wie er soll. Hat bis jetzt keinen großartigen Fehler gemacht. Pässe gut erobert, gut gespielt. Oh no. Boah. Zum Glück genau in die Arme von Löhr. Oh, ich hätte den Ball nicht so abwerfen sollen. Es wird nochmal gefährlich. Schön von Löden. Ja. Und da ist der Sieg. Zwar nur 1-0, aber ich meine, Sieg ist Sieg, nicht wahr? Boah, wurde aber zum Ende nochmal richtig intens, ey. Da hatte ich schon ein bisschen Schiss. Lass mich mal noch eins reinhauen. Zum Glück waren sie so schlecht dafür. 1-0 Sieg durch ein Tor von Patrick Pflücke in der 12. Minute. Ja, man hätte noch ein, zwei nachlegen können, ne? Aber wie gesagt, Chancenverwertung ist es noch nicht so mein Ding. Aber dazu gibt es ja Training, nicht wahr? Apropos Training. Also 5 Tage verbleibend. Gut, dann kann ich vor dem nächsten Spiel anscheinend nicht mehr trainieren. Nee, aber Monsbrecht Jugendmannschaft, Trainingsverletzung. Staffel wird für 6 Wochen ausfallen. Das ist blöd. Was sagt denn so die Jugendmannschaften? Unser Torwart Sousa. 45 hat bis 66 Potenzial. Ja, kann man einen Vertrag anbieten.
Und dann vielleicht mal verleihen oder verkaufen oder sowas. So, dass ich da so ein bisschen... Moment, habe ich jetzt was angeboten? Ja. Das so, dass ich da ein bisschen weiterentwickeln kann. Und dann mal schauen, wie er so drauf ist, wenn er dann wieder zurückkommt. Auf jeden Fall. Muss ich mal kurz Staffel hier raus tun. Das ist natürlich scheiße, ne? Auf der Position kann auch mal Sieber spielen. So. Dings wäre was, genau. Ditgen hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich packe ihn mal auf jeden Fall auf die Bank. Also spielen kann der auf jeden Fall mal. Aber da lasse ich dann lieber Dovi da drin. Und ich mache es einfach so, dass ich Dovi in die Mitte pack. Ich lasse es erstmal so und spiele im nächsten Spiel wieder so. Ditgen lasse ich erstmal auf der Bank und mal schauen, wie wer was im nächsten Spiel spielt. Auf jeden Fall, das war's für diese Folge. Ich würde sagen, haut rein, Leute. Und ich würde auch sagen, macht mal Schluss für heute.